Nochmals danke. Kein Thema, aber den Speer behalte ich für mich. Das ist ja ganz schön asozial. Ich weiß gar nicht, behalte ich den sogar am Ende? Ach, ich bin mir gerade nicht sicher. Wähle R und halte X gedrückt. Ah, sehr schön. Die kann ich also auch schon machen. Wunderbar. Aber wir wollen mit den normalen Pfeilen erstmal weiterkämpfen. Und dann gucken wir mal auf die Map. Was haben wir hier? Ruinen. Okay, was finden wir denn in den Ruinen? Cast Fallschirm und die Stolperfalle. Und wo kriegen wir den Speer her? Quest. Hauptquest. Die Spitze des Speers. Feuerpfeile? Nee, nee. Das da wollen wir haben, genau. Dem folgen wir jetzt mal. Ach so, okay, ich muss hier, genau, dieser Spur da folgen. Kann ich das irgendwie markieren? Ja, sehr schön. Wunderbar, dann wollen wir mal den Spuren folgen. Und gucken, wo uns das Ganze hier hinführt. Ja, einsammeln. Ja, ich weiß, dass ich selber, nachdem ich halt eben gesagt habe, man sollte möglichst nicht an irgendwas vorbeilaufen, was ein Loot angeht. Bin ich schon an ein paar Sachen vorbeigelaufen, das ist mir durchaus bewusst. Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Wenn ich seiner Spur folge, da haben wir müsste ich den Speer finden. Hey. So, Spur markieren. Hey. Spur markieren. So ist fein. Auf und davon. Hallo, Wildschwein. Kleine Zehrpflanze. Die Spur endet hier. Bestimmt hat er den Fluss überquert. Ganz bestimmt. Ich sollte drüben nachsehen. Na los. Oh, da sind wieder Wächter. Wie viele an der Zahl? 1, 2, 3. Na gut, aber die Plünderer sprungen gehen eh weiter, sehe ich gerade. Es wird Zeit, die Stolperfalle von Cast zu kaufen. Ja, ja, mache ich ja gleich. Erstmal müssen wir hier die Plünderer finden. Ach, mir fällt gerade wieder ein, wo uns die Spur hinführt. Hehe. Ja, ich, das hier gehört meiner Meinung nach zumindest alles noch zum Prolog. Von daher war nicht übertrieben, als ich sagte, dass der Prolog ziemlich lange geht und dass ich dafür 3 Stunden gebraucht habe. So, mal zwischenspeichern. Das ist schließlich nie verkehrt. Und dann... Mal gucken, was uns hier oben am Berg erwartet. So, jetzt hole ich mir den Speer. Okay, noch nicht anscheinend. So, da haben wir Leitern hoch. Dann nehmen wir die doch mal. Und hepp. Rauf, wir marschieren die Treppe rauf. So, ach geil, ich kann darauf laufen. Sieh mal eine an. Oh, warte, hier ist ja ganz schön was los, du. Okay, die haben 2 Schwachstellen. Oh, warte. Hab ich mir schon die Fähigkeit... Hab ich gerade eben die Fähigkeit geholt mit dem, schnellen Angriff da, so hinter versteckten Linien und so. Drücke R1, um kleine Maschinen und Menschen lautlos erledigen zu können. Jawohl, dann schleichen wir uns doch mal an die kleineren Viecher an. Oh, anschleichen, anschleichen. So ist fein. So, komm her. Komm her.
Sehr schön. Ich bin vom Schneewald schon total durchnässt. Ja, ja, stell dich nicht so an. Bin ja schon total durchnässt. Nee, 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 nee. Weichei. Okay, schon sind wir wieder hier oben. Da unten ist aber anscheinend schon was aufmerksam geworden. Der andere Wächter. Fragt wahrscheinlich, wo dein Brüderchen ist. Scheint seine Spur zu verlassen. So, dann haben wir auch erledigt. Ja, dann wieder hier hoch. Dann wollen wir uns mal um den Rest kümmern. So, was per se ziemlich lustig werden dürfte. Ey, kann ich hier drauf etwa nicht schießen? Ah, nein, kann ich nicht. Scheiße. Nö, kann ich nicht in dem Modus zu schießen? Ja, schon echt knorkeln. Wir können schießen. Au. Das ist nicht fair. Mann, Mann, Mann. Stirb. Nice. Mann, das ist merklich einfacher als aus der Ferne. Bada boom, bada bang. Aber ihr seht also, die Schwachstellen ausnutzen muss man auf jeden Fall machen. Bei den Gegnern. Ansonsten wird es tatsächlich sehr schwer. Man kann zwar das ein oder andere im vollen Nahkampf machen, aber viel... Beziehungsweise Kämpfe gegen große Viecher würde ich so nicht bestreiten. Dann wirklich lieber versuchen, die Schwachstellen rauszufinden und ein wenig daran halten. Alles andere... dürfte einen nur zu einem langsamen und schmerzvollen, oder auch ab und zu einen sehr schnellen und schmerzvollen Tod führen. So, wo haben wir jetzt unseren Speer? Tudum, tudum. Sind wir hinten fertig? Haben wir den Speer schon? Boing, boing. Boah, das scheint so. Kehre zu Tok zurück, ja. Sieht so aus, als wären wir hier hinten fertig. Dann ging das Ganze hier sogar ein bisschen was einfacher als gedacht. So, das haben wir auch. Ja. Okay, aber die Zeit scheint sich tatsächlich zu verlangsamen. Das heißt also, man kann im Rutschen echt geil zielen. Das kann einem, glaube ich, echt krass weiterhelfen, diese Zeit verlangsamen. Hey, kannst du mal, danke. Der wartet schon auf mich. Natürlich wartet er schon auf mich. Ach, Sekunde. Habe ich hier hinten irgendwo nicht auch noch die andere? Alapapa, rapatapa, Quest. Kehre zu Tok zurück. Rede mit Karst. Der war doch auch hier hinten irgendwo, oder? Jawohl. Brauche ich hier gleich nicht nochmal hinlaufen. Das wäre ja etwas blödsinnig. Nehmen wir das doch gerade direkt mit hier. Sieh an, sieh an, sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Nein, handeln. Beim letzten... Hab ich. Ja, natürlich hast du ihn. Das beurteilt... Da, die Stolperfalle. Will ich haben. Ja. Da unten setzen wir die hin. Kann ich was verkaufen? Irgendwas, was wir so gerade nicht brauchen. Gut, ich weiß nicht genau, was wir brauchen und was nicht. Wir behalten erstmal alles. Kann, glaube ich, per se erstmal nicht schaden. Jetzt, wonach wir nochmal gucken können. Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herum... Ja, ja. Ehrlich? Jetzt sag bloß.
So, noch was? Quest? Bist du spät? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht... Ich glaube, dass... Okay. Ich hab, was ich wollte. Was will der haben? Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Will doch jetzt gerade irgendwas von mir haben, oder? Nebenquest im Fußstapfen ihrer Mutter, Aufträge. Kauzige Gartha. Ist die auch hier hinten zufällig irgendwo? Dann. Oh nee, Gartha ist am Arsch der Welt. Das ist doch schön. Wunderbar. Da machen wir gleich weiter. Erstmal wollen wir hier in den Fußstapfen ihrer Mutter. Genau. Das beenden wir jetzt mal. Und bringen den Kramer zurück. Achso, da wird mir nur als Händler da angezeigt. So. Herstellen. Beutel-Upgrade verfügbar. Klick, klick. Wie kann ich denn? Inventar. Modifikationen. Rohstoffe. Spezialobjekte. Ach, ich glaube, die muss ich bei dem kaufen. Ja. Dann schauen wir nochmal gerade nach dem Beutel-Upgrade. Mit Cast reden? Was willst du? Ja, ja. Bist du später noch? Ich bin hier und sieh dir doch. Ach ja. So, handeln. Schatzkiste. Gratiskiste. Die nehmen wir mit. Sieh mal einer an. Missionen fallen Rohstoffe. Zurückkaufen. Irgendwo muss ich doch. Ich weiß, dass es dieses Beutel-Upgrade irgendwo gibt, aber ich weiß gar nicht, wie ich dran kam. Ich glaube. So. Wo war das denn? Herstellen. Tragekapazität. Aha. Vergrößert den Waffenbeutel. Haben wir. Oh, wir müssen mit den Scherben ein bisschen aufpassen. Vergrößert Aufheldbeutel, Rohstoffbeutel, Modifikationsbeutel, Stolperfallen, Munitionsbeutel. Den machen wir mal. Den scheinen wir zu brauchen irgendwie. Vergrößerung des Jägerbogenköchers. Oh, das ist auch gut. Mehr Pfeile tragen. Fallenbeutel. Oh, jetzt wird's aber... Trankbeutel, ne? Waffenbeutel vergrößern wir mal noch. Outfitbeutel, ah, okay. Ja, den Rohstoffbeutel hätten wir noch machen können. Aber nun gut. Wie dem auch sei. Schockdraht. Guck mal hier, können wir doch noch was modifizieren. So, jetzt haben wir nochmal 6% Schaden rein. Hier haben wir hierfür noch irgendwas. Keine Modifikation. Wer hätte das gedacht? Habe ich wahrscheinlich gerade ans Falsche verhauen. So. Können wir jetzt Stolperfallen herstellen? Ach, haben wir schon hergestellt. Ach ja, sieh mal einer an. So, wir wollen aber weiter mit normalen Dingern erstmal schießen. Und unsere Quest wegbringen. So. Lauf, lauf, lauf. Noch 400 Metres. In den Fußstapfen ihrer Mutter. Kehre zu Tok zurück. Ah, hallo, Schwein. Hey. Geht doch. Drecksvieh. Weiß doch noch nicht genau, wofür ich das vielleicht sonst brauche, außer jetzt für die Quest. Ich weiß nicht, ob ich mir davon irgendwie Futter oder sowas herstellen kann. Oder später vielleicht Tränke brauen mit. Knochiges Fleisch. Oder ob es einfach nur zum Verkaufen gedacht ist. Weiß, man könnte es sogar im Menü, glaube ich, nachlesen im Inventar. Da ist immer so, wird dann immer angezeigt, wofür man das beispielsweise verwenden könnte. Aber, doch, komm, machen wir mal gerade. Was soll der Geiz? Inventar, Rohstoffe. So, fettes Fleisch. Objektherstellung, Geschäfte mit Händlern, verkaufen gegen Metallscherben. Okay, das sind anscheinend die meisten Sachen. Geschäfte mit Händlern, Objektherstellung. Ja. Also anscheinend wirklich hauptsächlich zur Herstellung oder zum Verkauf. Allerdings was für Objekte? Da bin ich jetzt gerade immer noch nicht schlauer, aber ich denke mal, das werden wir mit der Zeit noch rausfinden. Noch sind wir ja ganz am Anfang vom Spiel. Oh, sieh mal an. Was haben wir denn hier? Wow, da sind ja ganz viele Tierchen, sehe ich gerade. Was haben wir denn? Da haben wir einen Wächter. Oh, der sogar eine ziemlich große Runde läuft.
Ach, sieh mal an, haben wir noch rein. Du gehörst mir. Da wurde wohl jemand überrascht. Hoppala. Alter, bist du denn des Wahnsinns? Geil, du musst mit dem Mann zurück. Nein, ich soll die Kille. Alter, bist du bescheuert? Mann. Blendet der hier einen auch noch? So, mal ein bisschen verstecken. Er jagt mich. Keiner jagt mich. Ha! Bada boom! Das nenne ich mal Headnard. So, dann noch ein bisschen looten und dann machen wir uns, glaube ich, dann wieder auf dem Weg etwas weiter, damit wir unsere Questengine abgeben können. Achso, aha, toll, ich muss auch noch in die Richtung hier. Na, ich mache euch alle noch platt, wartet mal ab. Ich glaube, ich bin zufällig genau dahin, wo ich lang muss. Okay, sie ziehen ab. Abwarten. Aber zieht nämlich hinterher, wenn er nicht wieder irgendwelche neuen Wächter oder sowas rumgammeln. So. Bada-bang. Mann. Ich bin ja gar nicht so schlecht mit dem Bogen, muss ich da mal sagen. Gut, es könnte bestimmt auch noch mal besser sein, aber schlecht ist es nicht. Na, wo seid ihr denn jetzt lang? Ach hey, wohin seid ihr denn jetzt abgehauen, ey? So, wo führst du mich hier jetzt hin? Im Kreis, ich werde ja nicht mehr. Ach ja, das ist halt immer der Nachteil bei diesen Wegepunkten. Natürlich mit dem Speer auch. Wenn ich gerade nicht weiß genau, wo ich ihn versteckt habe, aber ich habe ihn. Da bin ich mir ganz sicher. Erst bringst du mir Arana zurück und jetzt auch noch den Speer. Jetzt auch noch den Speer? Ey, boah, geil. Ja, zum Glück. Unglaublich, dass du den Speer zurück hast. Deine Mutter war eine gute Speermacherin. Er ist außergewöhnlich. Ich werde nie so gut sein wie sie, aber ein paar Tricks hat sie mir verraten. Ich sehe mir deinen Speer gerne mal an. Danke. Das klingt nach einer tollen Frau. Mein herzliches Beileid. Nun, deinetwegen habe ich den Speer noch, der mich an sie erinnert. Du hättest uns nicht helfen müssen. Hast es aber. Das hätte sie bewundert. Danke, Aloy. Für alles. Aber selbst natürlich. So, wie sieht's jetzt aus? Speer gemacht schon? Wenn ich mir auch nur vorstelle, dass ich... Ja, okay. Triff Rost am Nordtor? Nee, das will ich noch nicht. Wenn ich jetzt gerade sowieso nämlich hier oben in der Gegend bin, dann will ich gerade der Uschi ihr Fleisch bringen. Es gibt schließlich nochmal satte 1000 EP. Und sobald wir da oben angekommen sind, machen wir mit der Session hier erstmal Feierabend. Sollte dann, glaube ich, auch erstmal genug für die ganze Woche sein. Und dann sind wir auch schon ein ganzes Stück weit gekommen. Wir sind jetzt, wie lange sind wir noch unterwegs? Knappe, ja, 1 Stunde 20 Minuten, knappe anderthalb Stunden, sage ich jetzt einfach mal, bis wir hier gleich fertig sind. So, ist doch schon mal eine ordentliche Spielzeit meiner Meinung nach, dafür, dass wir, naja, mit der Hauptquest eigentlich noch nicht mal weitergemacht haben. Dass wir da oben an das Nordtor müssen, um unsere, um den Initiationsritus zu bestehen. Finde aber keinen. Hallo, Grater.
Urmutter. Seit meiner Verbannung bin ich nicht so beständig gewesen wie ein Fluss. War ich nicht standhaft wie ein Stein? Gott sei mir gnädig, Urmutter. Und sorge erneut für mich. Ich schließe euch. Einmal beschert die Urmutter dir. Das Ganze mal ein bisschen ab. Kaninchen. Kaninchen, das geht. Deine Stimme peitscht wie ferner Donner. Ein bisschen gaga ist sie schon, ne? Ich höre die Klagelieder, Urmutter. Ich würde einstimmen, habe aber meine Gebetsperlen am östlichen Ausblick vergessen. Fürchte ich. Warte in deinem Lager auf mich, Grata. Ich tu, was ich kann. Was? Ach, hey. Wo muss ich denn jetzt schon wieder? Oh, come on. Ach ja. Ja, wir laufen jetzt noch gerade rüber. Wir wollen ja schließlich, wenn wir die Quest hier fertig haben, hören wir auf. Dann haben wir einen sauberen Abschluss für das Startgebietchen hier. Beziehungsweise ich weiß noch gar nicht, also ich weiß gar nicht, ob das hier dann tatsächlich komplett vorbei ist. Ich glaube, dann kommen wir zum Initiationsritus, sobald wir... Ach nee, Quatsch. Ach, das ist ja noch gar nicht der Initiationsritus. Das ist unsere letzte Lektion, die wir lernen. Das, ach, stimmt ja. Wir sind ja lange nicht so weit. Aha. Mann, Mann, Mann. Nee, aber dann machen wir hier nach Feierabend. Und dann kümmern wir uns das nächste Mal. Und ja, ich weiß, ihr habt das hier sowieso schon mehrere Videos gesplittet gesehen. Von daher, wenn ihr jetzt witzigerweise nur das Video seht, wundert ihr euch, von was für ein Quark ich hier rede, von wegen anderthalb Stunden unterwegs. Aber dann guckt es euch einfach von vorne an. So. Gott, ihr seid auch ein bisschen. Ich hol mir noch Frostbeulen. Uschi, manchmal. Naja. Der Kriegerpfad durch die Felsen ist in der Nähe. Der Kriegerpfad. Seid ihr denn bescheuert? Hätte ich mir immer sagen können, dass da Wächter sind. Bevor ich hier so unvorsichtig daher dackel. Oh geil, kommst du jetzt hier vorbei? Komm her. Dort ist er. Ah, wie süß. Kommst du jetzt auch noch gerade hier vorne vorbei? Das wäre ja wunderprächtig. Aber ich glaube, den Gefallen tust du mir nicht wirklich. Aber ich tue ihn dir. So. Ah, komm her. Oh oh. Keine Munition mehr. Fuck, ich sollte immer ein bisschen mehr auf meine Munition achten, habe ich das Gefühl. Ey, lootest du? Geht doch. So, herstellen. Wo geht's weiter? Da oben geht's weiter. Wir müssen ja schließlich an die Spitze. Das mag Form sein, aber es braucht starke Arme, um schnell zum Ausblick zu gelangen. Was? Was für starke Arme? Ach, du Kacke. Das hätte echt schief gehen können. Ah, sieh mal einer an. Ich weiß gerade, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich hier gerade richtig krabbele. Weil ich wüsste nicht, wo ich gerade sonst lang sollte. Ist da irgendwo lang? Nein, ich will hier nicht runterfallen. Komme ich darauf? Nee. Was passiert, wenn ich X drücke, wenn die nicht springen kann? Gar nichts. Okay, das ist ja schon mal viel wert. Das heißt, sie springt tatsächlich nur, wenn sie kann. Ah, sieh mal einer an. Ganz gewitztes Biest hier. Hey, wo geht's denn jetzt noch weiter? Nee. Ach, da haben wir noch was. Hey. Geht doch. Oh, warte. Das wird spaßig, hier wieder runterzukommen. Hoppala. Oh, weh.
Eieiei. Ja, jetzt versuchen wir es da nochmal. Au, au. Mann, was Scheiß hier. So, darüber, darauf. So, und diesmal springen wir nicht daneben. Hoffe ich zumindest. So, das sieht doch schon mal besser aus hier. Hey, dann war eine Kletterei. Ah ja, sehr schön. Sieht interessant aus. Aha, Gratas Gebetsperlen. Ich verstehe, dass sie zum Beten herkommt. Von hier aus sieht man Mutters Wacht. Ich frage mich, was mich mehr stört. Dass sie mich ignoriert? Oder dass sie bei all ihren Gesprächen mit Urmutter nie einsam ist?